da bin ich wieder. Hab eine Kleinigkeit gegessen, kurz Pause gemacht und wir haben ja hier gerade den zweiten Schokobo gefunden. Jetzt mal gucken, wir sind da oben. Der letzte Schokobo, der ist da unten. Eingestürzte Schnellstraße. Ja, also da ich ja was gegessen habe, habe ich jetzt auch ein bisschen Zeit. Kein Hunger mehr. Jetzt lässt sich das auch viel entspannter spielen. Na moin. Ich erzähle mal weiter, während ich den hier gerade parallel verkloppe. Ich denke mal, die Folge wird jetzt ein bisschen länger gehen. Ziel ist es. Ach, wartet. Jetzt mache ich den doch eben erstmal hier eben. Es ist gerade ein bisschen nervig mit den Geräuschen hier. Materia, Barriere. Ja. Wieder ein bisschen gelevelt. Ja, Ziel ist es, den letzten Schokobo zu finden. Solange wir den nicht haben, höre ich hier auch nicht auf. Was ich auf dem Weg noch alles mache und finde und level und keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Tatsache ist, wir gucken uns nochmal jeden Winkel an. Von den ganzen Sektoren hier, von den ganzen Slum-Gebieten. Denn das wird die letzte Möglichkeit sein. Wenn wir einmal oben bei Shinra sind, also oberhalb der Platte, wird es wohl kein Zurück mehr geben. So, das Versteck vom Racheengel. Lass mich mal gucken, ob hier irgendwie was ist. Oh ja, guck mal da. Eine Notiz. Hinweis zu Corneos Schatzkammern. Oh. Na dann lass mich das doch mal lesen. Wo haben wir dich? An den Alleskönner. Ich verrate dir, ja, Reichtümer. Slums von Sektor 5, Stahlberg, Kanalisation, eingestürzte Schnellstraße, Tunnel. Okay. Ich würde sagen, du schaust dich da mal um. Viel Glück, der Racheengel. Ja, ohne Schlüssel bringt das jetzt eh noch nichts. Den Schlüssel werden wir von der Kiri kriegen. Für die allerdings müssen wir erst noch ins Kolosseum, weil die da sich für einen Kampf angemeldet hat mit Shinra. Doch, Shinra war es, ne? Ja, Shinra. Ja. Aber erstmal ist der Chocobo dran. Und nicht zu vergessen, es hat auch einen Vorteil, dass wir die ganze Zeit hier rumlaufen. Denn ich muss diesen Schrittzähler noch leveln. Ich will unbedingt wissen, was da rauskommt. Weil ich spoiler mich ja auch nicht. Ich werde erst bei allen anderen gucken, wenn ich das Spiel durch habe. Oder ich gucke höchstens bei anderen so weit, wie wo ich halt auch gerade bin. Dann ist es auch egal. Aber ich nehme mir da nichts vorweg. So, jetzt gehen wir nochmal in jeden Winkel hier. Hier ist aber auch kein. Ne, hier ist rein gar nichts mehr. Boah, ein paar Viecher halt zum Level noch. Sehen die ein bisschen anders aus? Vielleicht kann ich die ja gebrauchen für meinen Kampfbericht. Und ein paar Fertigkeiten leveln, ne? Warum nicht? Muss ich ja auch noch machen. Wer wird gute Nacht? Die brauche ich anscheinend nicht, oder? Nö. Oh, ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen Geld. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass Cloud diese komische Keule auf dem Rücken hat. Diesen Baseballschläger. Ich sehe ihn halt wirklich am liebsten mit seinem Panzerschwert. Aber gut. Ich will ja auch die ganzen Fertigkeiten leveln und. Ja. Eine Waffe habe ich verpeilt zu holen für ihn, das weiß ich. Ich hoffe, die kann ich mir noch nachträglich holen. Das werde ich dann auch später feststellen. Genau wie die Waffe für Aris, die ich hätte von dem Boss klauen müssen. Die habe ich halt auch verpeilt. Da ich Stehlen in dem Moment nicht ausgerüstet hatte, konnte ich dem die Waffe nicht stehlen.
Aber wie gesagt, ich spiele das Spiel eh nochmal privat für mich, um vielleicht alle Sachen, die noch offen sind, vollständig zu machen. Um auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, der da schwer ist. Und den kann man halt erst spielen, wenn man die Story einmal durch hat. Ja, und dann werde ich es mir wohl auf Japanisch reinziehen. Schön privat für mich. Mit Barrett auf Japanisch und Klein Marlene auf Japanisch. Doch, das würde ich mir gerne mal anhören. Vorhin gibt es ja hier doch so ein paar Entscheidungen in dem Spiel. Und da ist es auch interessant, mal die anderen Varianten zu wählen. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Joa. So, jetzt gehen wir nochmal in die tote Ecke hier. Ne, das ist der Bahnhof hier, ne? Ja, wir sind am Bahnhof. Tote Ecke, was laber ich? Oh, ich bin total verwirrt. Es tut mir leid. Musik. So, ruhig hier. Ja, Johnny, der muss halt auch noch sein Portemonnaie wiederkriegen. Sache, ich muss als nächstes halt auch echt ins Kolosseum, damit wir den Schlüssel kriegen und das Portemonnaie für Johnny. Oh, war die schon immer hier? Die Truhe. Ups. Bin ich schon tausendmal lang gelaufen? Jetzt frage ich mich gerade, stand die schon immer da? Gott, peinlich. Also, wie konnte man die übersehen? Wenn du etwas rausfindest, dann lass es mich unbedingt wissen. Nein. Ich glaube, du bist echt der Letzte, der vom Racheengel erfährt. Ich weiß ja selber nicht, wer das ist, auch wenn ich eine Vermutung habe von Anfang an, aber... So, kann ich was abgeben hier? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ja. Ja. Was kriege ich denn jetzt? Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Das ist schön. Ja, Feindes können, da ist sie endlich. Die muss ich ja auch noch leveln. Ne, die ist... Ach Quatsch, die muss man gar nicht leveln. Klar war ich, die ist auf Maximum. Aber die kann man jetzt gegen Viecher einsetzen oder keine Ahnung, wie das läuft. Ja, können angewendet werden. Ach so, wenn die Materie ausgerüstet ist. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt spezielle Angriffe von den Mobs hier lernen. Von manchen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wenn ich die dann auch mal ausrüste, aber... Das mache ich alles ein andermal. Ja, geheime Medizin ist auch noch offen. Was? Ich muss ja noch das Horn besorgen. So, Chocobo. Hallo? Gott sei Dank, Coco ist wieder zurückgekommen. Ja. Sie ist die ängstlichste von allen. Ich hoffe, sie musste sich nicht allzu sehr fürchten. Oh, das war die, die so mega krass gezittert hat, ne? Momo ist zurück. Danke, danke. Das gute Tier ist so träge. Eine Bestie hätte sicher leichtes Spiel mit ihm. Bin ich erleichtert. Wie hießen die noch? Coco und Rollo, ne? Ist das dann jetzt der fehlende? Coco, Momo und Rollo, irgendwie sowas. Lilly ist gelandet. Und aufgestanden. Gucken, ob sie es schafft... Oh, 3000 Schritte. Gucken, ob sie es schafft, sich ruhig zu halten heute. Oder ob sie gleich das Singen anfängt. Denn meistens so nach 10 Minuten legt sie los. Und wir sind jetzt bei etwas über 9 Minuten. Und wie gesagt, die Folge wird länger gehen. Die Chancen stehen gut. So, Haltestelle. Wo ist denn jetzt... Da ist die eingestürzte Schnellstraße. Und da ist auch die erste Schatzkammer. Blöd, dass wir jetzt den Schlüssel noch nicht haben. Aber ich wege gern doppelt und dreifach. Nö, so ist das nicht. Ich renne ja auch gern hier rum und gucke mir alles an. Ich bin es auch immer noch nicht leid. Nö. Können wir mal kurz gucken gehen? Ohne Momento. Wir sind gleich da.
2 Heiltränke. Ja, die heilen nicht mehr so viel, aber hey, ist ja gratis, ne? So, jetzt erstmal hier durch. Und dann müsste das... Ach, hier die Tür, die war vorher immer zu. Das weiß ich. Ja. Klar, wir brauchen Schlüssel. Aber ja, es sind diese Türen. Alles klar. Jo. Dann wollen wir uns mal hier durchboxen. Viecher klettern, ein bisschen leveln. Obwohl die echt nicht mehr viel einstecken. Ne? Jo. Barrett hat aber ein Level up. Schön. Da. Warte mal. Muss ich da durch oder hinten rum? Gerade ein bisschen unentschlossen. Oder auch mit anderen Worten verwirrt. Hehe. Lilly. Es kann losgehen, hä? Nee, doch nicht. Okay. Hier war ich ja auch schon, ne? Ja, an dem Ding war ich schon. Die Musik hier ist neu. Barrett! Die ist neu. Beim Ausmisten des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schaltplatten gestoßen. Wie wär's? Willst du eine haben? Ja, gerne. Oh, die Turks-Melodie. Ja, ist ja gut, dass wir hier auch nochmal lang gegangen sind. Es lohnt sich doch nochmal überall gucken zu gehen. Ach, Mäuschen. Nelly rennt hier gerade planlos rum. Ich glaube, sie überlegt sich gerade, ob sie jetzt das Jaulen anfängt oder nicht. So, da sind wir wieder. Auf dem Wallmarkt. Ja, Wallmarkteingang. Ja, wir könnten ja auch eigentlich mal, wo wir schon mal hier am Wallmarkt sind, jetzt endlich noch mal gucken, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ob ich in die Gassen komme, also an die Behälter in den Gassen. Ein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hä? Cloud? Ich will nicht drüber reden. Würde ich auch nicht wollen. Madame M. hat auch was. Hallo. Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Das klingt nicht gut, nee.
Du Schlingel. Das heißt, also auch Marlene könnte jetzt in Gefahr sein und die Elmira oder was? Aber das geht nicht auf Zeit, ne? Also, ich kann da später hingehen, ja? Puh, noch ein Auftrag. Warum nicht? Dauert wohl echt noch was, bis wir nach Shinra hoch können. Da ist doch eine Gasse. Da war auch ein Behälter, ne? Eigentlich war fast in jeder Gasse ein Behälter. Ja, auf jeden Fall. Corneo ist ja auch so ein fürsorglicher Mensch. Ja, da ist der Behälter. Und guck mal, keine Leute hier, keiner im Weg. Endlich können wir looten. Ach, schön. Da geht's mir besser. Eine Mogri-Medaille. Ja, brauchen wir eh noch. Ich auch noch die anderen Bücher holen will. Ich muss auch nochmal die Kistenschlacht machen. Das kommt auch noch. Je nachdem, wie wir uns da anstellen, kriegen wir nämlich da auch wieder Medaillen. So. Jetzt lass mich mal gucken. Oh Gott, der Weilmarkt. Tagsüber sieht das jetzt alles wieder ganz anders aus. Jetzt habe ich mich im Dunkeln gerade dran gewöhnt, mich da zu orientieren und zurechtzufinden. Musik durcheinander. Da steht der Chocobo Sam, ne? Ist das Sam? Ne, ist nicht Sam. Da ist Sam. Ach, guck mal, da sind die Chocobos, die wir gefunden haben. Coco und Momo. Da seid ihr ja wieder. Vor kurzem ist noch eins unserer Tiere aufgetaucht. Wusste ich's doch, dass ihr das schafft. Na los, den letzten findet ihr auch noch. Ja. An der eingestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Ja, das wissen wir ja schon. Trotzdem danke. Da kriegen wir schon hin. Aber jetzt erstmal hier die Behälter. Da ist auch ein Ausrufezeichen. Huch. Was denn jetzt? Das ist doch die Kleine. Ich muss was tun. Ja, Betty. Oh, Tifa. Betty, ein Glück, dir geht es gut. Ja. Wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Die Kraft der Musik. Schön suchen. Ja, du, ich habe schon ganz viele Platten. Hm? Warum hat der Tod nicht mich genommen? Wow. Ich will alleine sein. Okay. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Ja, das ist dann hier die kleine Depri-Ecke. Ich meine, verübeln kann man es den Leuten nicht, aber es geht gerade vielen so. Oh. Ja, es geht gerade vielen so. Aber gut. Wahrscheinlich sollen wir dann auch für die Musik finden. Damit es denen einfach besser geht. Musik heilt bekanntlich Wunden. War doch gerade irgendwo. Na, das kenne ich schon. Ja, jetzt muss ich Musik finden. Ich muss die Gassen hier noch alle finden. Ich muss den Chocobo finden. Sonst noch irgendwas, was ich finden muss. Honeybee Inn. Ja, das kennen wir schon. Ein Elixier.
ein Elixier. Die sind immer gut. Hallo. Ich sag, im Hellen sieht das wirklich alles ganz anders aus. War das hier die Stinkgasse? Ja, ne? Das war die Gasse doch hier mit diesem komischen Geruch, wo der Typ immer stand. Hier lag doch eine Materie, wenn ich das noch richtig weiß. Okay, hier ist halt kein Behälter. Aber irgendwo war noch einer. Mindestens einer. Lilly, geht's oder brauchst du Hilfe? Jetzt kriegt ihr hier Minuten hier. Ich weiß es nicht. Mache ich gerade einen verwirrten Eindruck? Ja, oder? Ich bin gerade sehr verwirrt. War ich hier schon? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Doch, da war ich schon drin. Genau. Hier sind wir. So, da hinten ist die Musikecke. Hinter mir geht's zu Madame M. Musik. Das ist der Chadley. Was wollen diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben. Waren hier nicht noch irgendwo was? Jetzt bin ich wieder hier. Ich habe doch von irgendwo hier ein Fragezeichen gesehen wegen neuer Musik. Verdammt nochmal. Ich weiß, ich renne jetzt immer die gleichen Wege. Hä? Ja, willkommen beim Heim Let's Play, wo wir 20 Minuten einfach nur im Kreis über den Weihmarkt rennen. Töpfchen. Kommen wir da nochmal rein? Willkommen zurück, Cloud. Bist du Stammkunde? Ist Anjan zu sprechen? Leider nicht. Er ist gerade beim Training im Sportclub. Aber Cloud, Sie wären nicht zufällig für einen Auftritt heute Abend verfügbar? Nein. Kann ich gar nicht verstehen, Cloud. Was ist denn los? Ich hätte da noch mal Bock drauf. Ich fand das lustig. Aha. Guck mal an. Was guckst du so verzaubert? Hast wohl selten so gute Musik gehört, was? Ja, ja. Du kannst die Platte ruhig mitnehmen. Wenn du wüsstest, ich habe dazu getanzt. Das ist nämlich die Musik aus dem Honigtöpfchen. So, das ist die erste. Frage ist, wie viele muss ich noch sammeln davon? Und vor allen Dingen, wo sind die? So, war ich jetzt hier schon? Bitte nicht. Mich nicht unnötig doppelt in der Gasse nochmal gehen. Ich war jetzt schon oft genug drin. So langsam reicht's. Ja, okay, gut. Da ist auch noch der Behälter. Guck an. Und Armreif des Magiers. Ja. Schön, schön. Nehmen wir gerne mit. Wie brav die zwei immer auf mich warten. So, da kommen wir ja nicht mehr rein. Ja, dann sind wir hier in der Ecke fertig. Fast fertig. Ah ne, ja, okay. Ja, wir sind hier fertig. Da geht's zu Don Corneo. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Hat das zu hier, das Restaurant? Ja, das hat zu. Ach ja,
Klamottenladen? Nee, ach nee, Sportstudio. Stimmt, Anjan, das kommt ja auch noch. Der hat ja auch wieder was. Puh. Oh je. Ja, es dauert noch, bis wir in der Story weiterkommen. Ihr habt richtig gehört. Das Kolosseum hat geöffnet und wir suchen neues Kolosseum. Ja, Kolosseum, da könnte ich jetzt eigentlich auch schon machen, aber jetzt kommt's. Willkommen im Waffenladen des Weimar. Hier habe ich vergessen, eine Waffe zu holen für Cloud. Ist die noch da? Hartklinge, da ist sie. Die habe ich halt vergessen. Oh, und der Mithril-Säbel, der ist neu. Ja. Die kaufen wir jetzt beide schön ein. Damit ich die auch endlich habe. Das habe ich nämlich beim ersten Mal, wo wir hier waren, voll verschwitzt, mir die Hartklinge zu holen. Das ist mit einer der besten Waffen für Cloud. Das haben wir. Zauberreif brauche ich nicht. Nö. Ich glaube, die zwei Waffen, das ist schon ausreichend. Bis zum nächsten Mal. Yep, auf Wiedersehen. Schade, dass er keine Batterien verkauft. Nur aus Gag hätte ich das echt lustig gefunden. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Ja. Wer weiß, wo der ist, der Halunke. Schritte. Es fehlen noch 1000 Schritte. So, hier ist wieder irgendwo Musik in der Nähe. Da war gerade wieder ein Fragezeichen. Und da ist auch ein Ausrufezeichen. Ja, hier war ich auch überall. Sollen wir uns mal einen Spaß machen und mal gucken gehen? Können wir gleich vielleicht mal machen. Ja, da geht's zu den Kämpfen. Aha. Oh, geile Rockmusik. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Was haben wir denn hier? Fight on. Ja, geil, die nehmen wir mit. Bumbumchen und Krawummel habe ich ja schon. Die sind natürlich jetzt im Angebot. Toll. Naja, egal. Stücke verfügbar. Ja, ja. So. Jetzt haben wir zwei. Was war hier nochmal? Oh, auch wieder neue Musik. Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Die hört sich schön an. Du machst auch einen erschöpften Eindruck. Hier, zieh dir das rein. Schön asiatisch. Oh, Wutai. Ja. Oh, ich freue mich so auf Wutai, wie das später wohl aussieht. Das fand ich halt im Original schon echt richtig hübsch immer mit den ganzen Pagoden und so. Oh. Wutai, ja. Wenn da dann später auch die Musik läuft und dann mit der heutigen Grafik, boah, das wird Bombe. Ach ja, das ist ja die berühmte... Hallo? Das ist ja die berühmte Wand. Wo wir später hoch können. Ja. Wir machen wieder Randale. Gut, dann waren wir hier auch in der Ecke. Hat sich sogar auch wieder gelohnt. Oh. Wutai. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt zu Don Corneo mal gucken, ob in der Villa auch irgendwas Neues ist, oder gehe ich noch hier rum? Ja, ich bin neugierig. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Der ist ja wohl nicht da, was man so hört. Hier ist nichts Neues.
Und noch eine Tür. Verdammt viele Türen. Niemand hier. Nö. Bis jetzt nicht. Da war ich ja auch schon. Da war ein Behälter in der Nische. Den habe ich aber schon. Na. Ja, der ist schon auf. Okay. Die Corneo-Musik fehlt auch. Hat er die mitgenommen bei seinem Verschwinden oder was? Ja, hier war ich auch. Das war ja der Raum mit Tifa und Eris. Das war unser Raum hier. Der Betäubungsraum. Die hat sich auch nichts verändert, oder? Nö. Da geht's noch in den Keller. Oh, da ist aber was. Ja, ich kann die Tür aber nicht öffnen. Tut mir leid. Die Stimme kommt mir doch verdammt bekannt vor. Sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, weißt du, was hier passiert ist? Tatsache ist, wenn ich jetzt hier reingehe, dann... Ja, da geht's mit der Story weiter. Informationsgewinnung, Hauptstory. Würde ich ungern jetzt schon machen. Weil ich will nicht, dass es nachher weitergeht und ich kann die Aufträge hier nicht mehr abschließen. Ich weiß es halt jetzt nicht, wie das ist. Also müssen wir hier auch nochmal später hin. Aber hey, wir haben schon mal einen Behälter gefunden. Wir wissen, dass da irgendwer ist, der Hilfe braucht. Wie so viele gerade überall und... Ja. Jetzt gucken wir erst noch weiter. Uns fehlt noch eine Platte. Uns fehlt noch ein Schokobo. Und die letzten 1000 Schritte, die sollten bald auch voll sein. Also, angeblich ist Corneo verschwunden. Lass uns mal überraschen. Nicht wach, oder? Doch, der ist weg. Kann ich bezeugen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. Da war wieder das Fragezeichen. Ist das vielleicht selber hier in der Ecke? Nee, ne? Findet ihr tolle Lieder. Ja, hab ich. Wie gebe ich die denn jetzt ab hier? War egal. So, wo ist das Fragezeichen hier? Wo kommt das her? Oh, das ist das Schlaflied. Ja, macht Sinn, im Hotel. Oh, hör mal. Oh, ich liebe diese Melodie. Willkommen. Eine Pause gefällig? Nein, ich will nicht übernachten. Ich will die CD kaufen hier, die Platte. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Ja. Oh, good night, until tomorrow. Dankeschön. Das war sie. Schön. Habe ich im Original ja gemacht, ne? Wie ewig lang das Lied angehört im Intro. Ja, ich würde die gern aufheitern. So viele junge Menschen. Lass mich mal gucken. Wie viel fehlen mir eigentlich überhaupt noch?
27, 28, 29, 30. Also die 13 fehlt mir. Okay. Ich glaube, so viele dürften da auch gar nicht mehr fehlen. Frage ist jetzt, muss ich das komplett machen? Ist das jetzt die ultimative Quest für die ganzen Platten hier? Ich weiß halt jetzt gerade nicht. So. Jetzt lass mich nochmal gucken. Eingestürzte Schnellstraße. Ja, da werde ich wohl wieder hin müssen. Unser Ziel ist nach wie vor, obwohl wir bis jetzt alles andere gemacht haben. Unser Ziel ist immer noch der letzte Chocobo. Wir müssen Rollo finden. Also ich meine, er hieß Rollo. Warte mal, Coco, Momo, Rollo. Doch, ich meine Rollo. Und den werden wir jetzt holen. Ja, bei der Weiche. Da gab es ja die Türk-Melodie. Türks-Melodie. Türk. Keine Ahnung. Die Türks. Obwohl hier so viel Schutt liegen, alles so braun und graus. Ich weiß nicht, ich renne hier trotzdem gerne durch einfach. Ist halt immer noch schön, das Spiel so zu sehen. Ich habe mich immer noch nicht satt gesehen. Ich freue mich hier über jeden kleinen Schrotthaufen. Ha, ja, Schrittzähler ist zu FP-Boost geworden. Okay, warte. Wir haben ihn endlich fertig gelevelt. Lass mich gucken. Den hat tiefer. TP-Boost, nee. Ach da, FP. Erhöht erhaltene FP für verbundene Materie um 100%. Damit kann ich die Materie schneller leveln. Ja, das brauche ich ja eh. Ja, hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Ja, lassen wir mal so. Glut muss ja auch noch gelevelt werden hier. Kann ich eigentlich so lassen. Passt. Schön. So, kurz gespeichert und jetzt auf Mission Chocobo. Toxin hat auch die nächste Stufe. Also kann es weitergehen. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Keine Angst, ich will nur spielen. Das nimmt dir keine Angst. Das hier. So, Störung ist auch gelevelt. Wisst ihr, was das heißt? Ich kann endlich diesen blöden Knüppel ablegen. Ich finde den ja so hässlich. Der passt mal gar nicht. Und dafür könnte ich jetzt... Die Hartklinge ist überfällig. Ja. Jetzt wird die Hartklinge gelevelt. Und, ja, das kann alles so bleiben erstmal. Hauptsache eine andere Waffe. Die sieht ja auch fast ein bisschen so aus wie das Panzerschwert. Aber auch nur fast. Panzerschwert ist natürlich noch ein Ticken schöner. Entschuldigung, tiefer. Ich bin mal gespannt, was das Ding für einen Damage macht. Sup. Ich auch.
So. Ende mit Schrecken. Was geht noch nicht? Okay. Brauche ich zwei Balken für. Alles klar. So, jetzt. Ende mit Schrecken. Dann zeig doch mal. Wow. Okay, nice. Ah, Barrett kann noch mal seinen Hut raushauen, oder? Hm, ja. Oh. Autsch. Tifa soll auch noch mal hier. Komm. Tifa macht mal den hier. So. Selbstzerstörung, ja. Der explodiert da noch mal. Hat das jetzt irgendjemand abgekriegt hier? Ein bisschen mal eben heilen. 99 Heiltränke, ja komm. Mehr wie 99 geht halt eh nicht. Von daher. Kann man das mal machen. Ich weiß ja nun mal auch nicht, ob es hier gleich irgendwo eine Bank gibt. Ich denke nämlich mal nicht. Okay, wie sollte jetzt die Musik schon wieder auf? Kommt da gleich irgendein Boss oder... Das haben wir gleich. Ach nö. Ach, okay. Nicht die Banditen. Was soll das denn? Ja, weiter so. Oh, Tiefart. Level up. Oh, die sind schon kaputt. Die sehen auch so ganz aus. Die sehen ja echt eklig aus. So. Oh, die Waffe haut rein. Das ist geil. Ärgert mich echt, dass ich die damals verpeilt habe zu holen. Ich denke mal, mit der wäre noch einiges schneller gegangen, aber bis jetzt sind wir halt auch so ganz gut durchgekommen, finde ich. Dann kann man nicht meckern. Boah, weil es hier so weit geht. Jetzt fehlen mir doch so ein bisschen die Banditen. Weiter geht's. Ja. Hoppla hopp. Schreit, wenn ihr was Gelbes seht. Mit Federn. Moment. Ah, okay. Ach, das ist das Ding hier, ne? Wo ich schon mal im Kreis gelaufen bin. Kann das sein? Ja, ja. Kein Schokobo in Sicht. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Ich mag's, wie die beiden mittlerweile so miteinander umgehen. Diese Sticheleien und so ekeln sich nicht mehr so an, wie zu Anfang. Das ist schön. Der Chocobo! Ich höre ihn doch. Da ist er! Ey, Kleiner. Was machst du denn für Sachen? Aus dem Zittern. Oje, oje. Oh. Alles klar. Ach. Das sind spezielle, ne? Sind ja noch hässlicher. Oh, der sitzt an der Ecke und zittert. Ich glaube, da ging leicht daneben. Die stecken ein. Scheiße. Die stecken verdammt gut ein. Oh,
Er ist geschockt. Und es macht ihm nicht viel. Nehmen wir denn Hochtouren, ne? Das zieht gut ab. Naja, Zusatzangriff. Ja, der ist jetzt fertig gelevelt. Gut, dann habe ich den aber auch weg. Oh, wenn die so schreien, ist das echt nervig. Och, hört doch mal auf, alles zusammen zu schreien. So, nochmal den hier versuchen. Ja, zieht minimal was ab. Ja, dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Was soll's. Hauptsache, ich gehe nicht drauf hier. Maximale Wut. Zusatzangriff, Hochtouren. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich sollte es lassen zu kämpfen, zu lesen und zu reden. Hm, vielleicht sollte ich gleich mal eine kleine Beschwörung machen. Aber erstmal den hier. Die stecken ja doch verdammt gut ein. Mutantenschweif. Modifizierte Version. Was? Was? Oha. Ja, es wird ein bisschen dauern. Aber hey, so kann man ja auch leveln, ne? Warum nicht? Limits sind auch fast alle voll, außer bei Barrett. So, Kaktor. Komm mal her. Mein kleiner Freund. Barret noch mit am besten, weil er halt Fernkämpfer ist. Der wird nicht direkt so eingelullt, wenn die schreien. Diese Sprunggeräusche vom Kaktor. Muss er gleich mal hinhören. Ja, Cloud, du kannst ja auch mal deinen Kreuzschlag machen. Ja, der ist zu weit weg. Ja, selbst das zieht nicht so viel ab, also... Puh. Die stecken ja schon mehr ein als das Hell... Höllenhaus. Hellhaus. Höllenhaus. War ja fast richtig. Eine Hölle sagen willst und ich sag hell. Bin heute ein bisschen verpeilt. Ja, aber bis jetzt gibt es Hoffnung hier für den Chocobo. Yeah!
Aha. Komm her hier. Gleich bitte. Wie viel denn noch hier? Da nochmal. Ich mach's mir wahrscheinlich gerade unnötig schwer. Aber ich sag auf der einen Seite ist es halt für mich auch wieder cool, dass ich so ein bisschen leveln kann. Man hat nicht so oft die Chance hier bis jetzt. Ich habe auch schon lange nicht mehr so losgekloppt. Nochmal Limit. Barrett könnte halt auch noch. So, Ende mit Schrecken ist auch fertig. Ja, Ball ein an die Wand. Nee. Tiefer kommen, mach Ende. Ja. Das ist tiefer. Ja, ging lang genug. Schon lange nicht mehr so einen langen Kampf. Dieser Kraut. Und jetzt ab nach Hause. Ja. So, das waren alle, oder? Ja, endlich. Wir laufen zurück. Nicht so gerne laufe. Ich weiß, der Schrittzähler ist fertig, aber wir laufen zurück. Ach ja. Nee, weil ich will nochmal hier gucken. Auch ein letztes Mal hier nochmal gucken. Ob sich hier auch nochmal irgendwas getan hat. Ob hier noch irgendwie was rumliegt, was ich übersehen habe. Oder keine Ahnung. Irgendein Secret noch ist. Okay, da schon mal nicht. Und dann... Habe ich das nicht nachher im Hinterkopf noch so, weißt du? Hätte ja, könnte ja. Dann weiß ich das und dann ist gut. Außerdem macht es gerade echt Bock mit der Waffe hier. Ne, wir laufen jetzt noch zurück, geben das ab und dann werde ich auch gleich Schicht machen. Das hatte ich ja gesagt, also, dass ich aufhöre, wenn der Chocobo gefunden ist. Und da ich jetzt schon bei fast einer Stunde bin. Oh, heilen auch hoch. Sein können. Oh, guck mal. Ja, wir sind wieder da. Ich tue mir schon ein bisschen leid. Kriegt man da eigentlich irgendwann was für? Wenn man die, weiß ich nicht, so 10, 20 Mal besiegt hat. Die ewigen Opfer hier. Oh, Tifa holt sich wieder den L-Gigante. Lass mich mal.
Immer wieder schön. Ach ja. Das war's. War doch schön, das auch nochmal zu machen. Die freuen sich immer so. Auch schon lang kein Problem mehr. So, dann rennen wir jetzt noch schnell hier durch. Klettern wieder an die Erdoberfläche. Und dann werde ich dann Break machen. Hallo Licht. Ist manchmal krass, ne? Mit diesem Hell-Dunkel-Effekt. Kommst in den Raum, da ist erstmal scheiße dunkel, bis sich das dann anpasst. So. Jetzt sind wir hier. Ist auch noch alle da. Da steht Male. Da ist auch noch eine Aufgabe. Na, sieht schon etwas besser aus, oder? Ja, viel, viel besser. Ja, ich würde sagen, ich mache hier mein Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge und dann gucken wir mal hier weiter, was das hier für ein Auftrag ist. Bis bald. Tschüss. Schön aufpassen da draußen.